So, wieder bei dem Beispiel mit der Log-Methode, wo wir unseren Quicksort sozusagen mehr oder weniger mit Logging-Informationen beschrieben haben. So, diesmal wollen wir uns anschauen. Letztes Mal haben wir einfach diese Action-String verwendet. Ja, Action-String ist eine Methode, die nichts liefert, also Void liefert und einen String-Parameter erhält. Ich kann somit diese Variable jede Methode zuweisen, die Void als Rückgabewert hat und einen String bekommt. So, wie lege ich jetzt Variablen an, die oder Delegates an, sozusagen, die mehr als einen Parameter erhalten oder einen anderen Typ erhalten oder vielleicht nicht Void liefern, sondern etwas anderes liefern. Gut, dazu, wir haben unser Log2File und Log-Console Methoden. Diese beiden, die hatten wir ja jetzt. Und wir haben gesehen, diese entsprechen der entsprechenden Signatur, das heißt, sie liefern nichts und sie erhalten einen String. Somit entspricht das dem Delegate. Und ich kann die Variable jetzt ebenso aufrufen. Ich sehe, okay, String Object, also irgendein String, den bekomme ich übergeben und den String, den baue ich mir hier einfach zusammen. So, ich mache jetzt mal nicht Log2File, sondern Log2Console. Starte das Programm kurz und dann sehen wir auch hoffentlich, dass das eine oder andere ausgegeben wird. So, Split, SW und so weiter. Ja, wird ausgegeben. Gut, jetzt machen wir irgendeine zweite Methode. Ich habe gesagt, möglicherweise gibt es auch Methoden oder Algorithmen, die sehr, sehr gleich sind. So, wenn wir hier schon ein Array haben, dann möchte ich doch bitte Folgendes machen. Ich hätte bitte gerne das Array gefiltert. Int Array filtert ist gleich. Und jetzt hätte ich gerne eine Methode Filter, welche das Array erhält. So. Und bei jeder Filtermethode, also liefert mal ein static int array Filter, erhält ein int array data. Und die Filtervarianten, die sehen eigentlich immer gleich aus. Ich erzeuge mir als erstes eine Liste, weil ich die Größe noch nicht weiß wie viel das Ergebnis sein wird. Also das ist meine Result List, ist gleich new Liste von Integern. Return result.toArray. Als Array möchte ich es dann zurückgeben. Und jetzt gehe ich eigentlich das Array von vorne nach hinten durch. For each int item in data. Und jetzt muss ich sagen, okay, if, jetzt muss ich irgendwie filtern. Zum Beispiel könnte ich sagen, okay, wenn das Item größer 5 ist, nur dann möchte ich es in die Ergebnisliste mit aufnehmen. Also, jetzt filtere ich nach allen Elementen, die größer als 5 sind. Okay. Filter bigger than 5. Was wäre jetzt, wenn ich sage größer als 6? Na, dann müsste ich eine neue Methode machen, die filtert nach größer als 6 oder ich gebe den Parameter hier mit. Größer als irgendwas. Was ist jetzt aber, wenn ich nicht größer filtern möchte, sondern kleiner filtern? Dann brauche ich wieder den gleichen Code und der einzige Unterschied ist, die Bedingung hier ist etwas anderes. Jede Art von Filtern ist ident von der Implementierung. Diese Zeile, diese 5 von 6 Zeilen, also alle bis auf diese Bedingung hier, sind ident bei jeder Art von Filter. Egal, ob ich sage, ich suche nach einem bestimmten Element, egal, ob ich sage, etwas größer, etwas kleiner, etwas gleich, etwas ungleich, gerade Zahlen, ungerade Zahlen. Nur welche, die eine Quadratwurzel haben von egal was. Also eigentlich ist die Filtermethode immer gleich. Der einzige Unterschied ist die Bedingung. Und die Bedingung ist sozusagen, ich bekomme einen Integer und liefere einen Ja- oder Nein-Wert. So, jetzt könnten wir ein Delegate benutzen, welches einen Integer bekommt und Ja oder Nein liefert. Action können wir nicht verwenden. Action liefert Void, also nichts. Etwas, das Ja oder Nein liefert, ist Predicate. Predicate und bekommt einen Int, das ist unser Filter Method. Oder Filter Criteria.
So, und jetzt weiß ich, das ist eine Methode, die bekommt einen Integer übergeben und liefert true oder false. Das heißt, ich kann jetzt Folgendes machen. Ich kann sagen, okay, wenn FilterCriteria mit dem Item gleich true ergibt, also wenn es dem Kriterium entspricht, dann nehme ich es entsprechend mit auf. So, und jetzt haben wir eine zweite Art von Delegate, ein Predicate. Hier hatten wir Action. Und jetzt kann ich Folgendes machen. Jetzt kann ich sagen, okay, is bigger than 5 zum Beispiel. Static bool is bigger than 5. Bekommt einen Integer übergeben, Item, und gibt einfach zurück return Item größer 5. Ich kann genauso machen is equal oder is even number int Item. Naja, return Item. Modulo 2 gleich 0. Ja, es ist eine gerade Zahl. Und jetzt kann ich Folgendes machen. Das sind zwei Methoden. Könnt ihr euch vorstellen, da kann ich Tausende machen. Das sind zwei Methoden, die liefern Ja oder Nein und bekommen einen Integer übergeben. Also kann ich diese Methoden hier übergeben. Ist bigger than 5. Und jetzt bekomme ich hier befiltert nur mehr Elemente raus, die größer als 5 sind. Also das Array wird gefiltert. Ich bekomme ein neues Array nur mit Elementen, die größer als 5 sind. Also log-method, da haben wir auch schon einen Delegate, string.join, gehe sozusagen jedes Element durch und hänge es in einen String zusammen, filtert, die filtered-data sind das jetzt, das hier unten kommentieren wir mal aus, und jetzt dürfte ich hier nur mehr Elemente rausbekommen, die größer als 5 sind. Und wir sehen 9, 8, 6, 7. Super, wenn ich sage, ich möchte gefiltert haben nach nur geraden Zahlen und ich drücke jetzt Play, naja, 2, 4, 8, 6. Jetzt habe ich nur mehr gerade Zahlen. Der Filteralgorithmus hier, der ist immer der gleiche. Und da gibt es viel komplexere Algorithmen noch. Das hier ist die eigentliche Bedingung, die prüft, ob gefiltert werden soll oder nicht. Und beim Aufruf gebe ich das mit. Das heißt, ich gebe hier eine Delegate-Methode mit, die eigentlich einen Teil des Algorithmus macht. Und was ident ist, behalte ich. So. Jetzt geht noch Folgendes. Durch die neuen C-Sharp-Features kann ich ja zum Beispiel diese Methode viel kürzer implementieren. Ich kann sagen, okay, Item größer 5. Durch die Lambda, durch die Pfeilchen-Methode, Pfeilchen-Syntax, Item modulo 2 gleich 0. Strichpunkt. Ja, da kann ich Methoden so sehr viel kürzer implementieren. Ich kann aber auch so ein Delegate anonym implementieren. Das heißt, ich kann eigentlich jetzt Folgendes machen, wie die heißt, ist ja egal. Meistens. Dass hier ein Bool liefern muss, sagt er als Delegate hier, dass es ein Predicate ist. Dass es einen Integer bekommt, na, das sagt auch das Delegate hier. Das heißt, ich kann hier entweder so eine Methode, die dieser Signatur entspricht, aufrufen, oder ich kann sagen, okay, für jedes Item oder für jedes LM, für Element, egal wie ihr das nennt, ich will nur sehen, dass nur damit ihr seht, der Name ist egal. Für jedes Element machst du nur dann, wenn LM, keine Ahnung, kleiner gleich 5 ist. Das heißt, ich habe hier eigentlich den Teil, den wesentlichen Teil der Logik implementiert. Das heißt, das ist das hier nach dem Pfeil. So, LM ist die Variable, die reinkommt. Das ist das hier, der Parameter. Das Delegate sagt ja, es bekommt einen Int. Somit weiß der Compiler, LM muss ein Int sein, damit ich sie übergeben kann. Und es muss einen Bool liefern, das heißt rechts vom Pfeil, das muss ein Boolsch-Ausdruck sein. Dadurch erspare ich mir auch die Definition einer entsprechenden Methode. So werden Delegates häufig aufgerufen. Keine Angst, die Syntax ist nur zu Beginn verwirrend. Wenn ihr das zwei, dreimal gemacht habt, schreibt ihr es nicht mehr anders, weil es einfach brutal kurz ist. Ja. Modulo 2 gleich 0. Okay. Funktioniert auch. Was passiert hier? Es wird die Filtermethode aufgerufen, es werden die Daten mit rein übergeben, es wird jedes Element durchgegangen in diesen Array und diese Methode aufgerufen. Diese Methode ist jetzt so implementiert, dass das erste Element reingegeben wird, diese Prüfung gemacht wird, die liefert True oder False und je nachdem wird hier weitergegangen. Dann nächste Element in der Schleife, das nächste Element wird hier reingegeben, das heißt LM hat einen entsprechenden Wert und diese Prüfung wird ausgeführt. Und wenn diese True ergibt, dann wird es wieder in das Result aufgenommen und sonst eben nicht. Also bisher hatten wir Actions, bisher hatten wir Predicate Action,
liefert Void, Predicate liefert Bool. Wenn ich ein, zwei, drei, vier Parameter möchte, dann ist das kein Problem. Das kommt in die spitzen Klammern hier rein und alle sind happy. Wir haben gesehen, dass wir eine Variable vom Typ annehmen können und dann eine Methode zuweisen ohne Klammern. Vorsicht, ohne Klammern. Wir haben jetzt auch gesehen, dass wir ein Delegate, eine Delegate-Variable nicht nur als Variable anlegen können, sondern auch als Funktionsparameter. Und durch diesen Funktionsparameter können wir dann Teile des Algorithmus auslagern und doppelten Code vermeiden. Es gibt in .NET eine sehr mächtige Abfragesprache, die heißt LINQ. Language Integrated Query. Da ist brutal viel mit Delegates gemacht. Eigentlich alles. Nämlich unter anderem ein Filter so ungefähr in der Art. Genauso sortieren, suchen, filtern, sortieren, was auch immer. Summe generieren, etc. LINQ ist einen Blick wert und dort ist sehr viel mit Delegate bzw. sehr viel mit Aufrufen in dieser Art und Weise. Okay, soweit so gut für diesmal. Mal schauen, was nächstes Mal ist. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.